Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Touringkarte. Wir werden uns vorbereiten zur Ernte. Das heißt, wir werden einen blauen Anhänger mal rüberfahren. Das heißt, wir hängen mal den hier ab. Starten immer neu, quasi wieder. Und fahren den entsprechend dann dahin. Und mal kurz was Heu reinschieben hier, ne? Richtung Trigger. So, keiner sagt nicht an Heu. Dann werden wir die nächste Fuhre Silage auch dahin fahren. Wo ich mal geschaut habe, dass es in der BGH dafür so wenig gibt. Es könnte sein, dass es von Seasons Update ist. Also ich schließe mal nicht aus. Wie war so, wenn der Preis höher gewesen war. Aber gut, jetzt ist er halt so, ne? Müssen wir sehen, dass wir auf der Wiese viel Heu machen für uns und Silage. Auch für uns, weniger für die BGH. Lohnt sich ja dann in dem Sinne nicht mehr. Beziehungsweise, das werden wir jetzt ja sehen. Mal gleich gucken, ob der Anhänger jetzt. Ne, das ist da hinten noch voll. Den nächsten Traktor LKW nehmen und dahin fahren. Dann werden wir gleich Retour fahren und abkippen. Dann kippen wir erstmal Richtung Mischfutter ab. Weil die Soja ist noch nicht reif, glaube ich nicht. Könnten wir auch irren, ich guck mal lieber nach. Hoffe, die Musik und Ton passt. Ich hoffe. Das ist gar nicht so einfach. So. So, ja, unser Feld 42. Im Wachstum. Ist reif. Na dann aber los, ne? Dann aber los. Ist reif und ist trocken. Dann beginnen wir mal die Ernte. Ob ich eine Maschine oder zwei? Immer sind ja zwei da, ne? Dann können wir uns hier voll auf Soja konzentrieren. Dann nehmen wir zwei. Der ist leer, ja. Beginnen wir gleich vorne in Ecke. So. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Glaubst du wohl nicht? Obwohl zwei ist ganz schön. Ich weiß nicht. Ist ja ziemlich eng alles, ne? Wir machen nur einen. Dann können wir anderen schon zurückfahren nebenbei. Kursgenerierung für 42. Zwei Vorgewände. Weich. Links habe ich meistens weich. Im Großen und Ganzen alles, was eingestellt ist, bleibt auch so. Bis auf Vorgewände rundherum. Ja, mit zwei hätten wir hier schon Probleme gehabt. Denke ich mal. Besonders da oben. Ja. Das passt schon so. Bei der Größe des Feldes ist halt entlassen. Er muss hier vorne fahren. Oder er wollte. Nee, normalerweise. Wo hat er sich wieder irgendwie was für. Naja, gut, hier, dann machen wir 0 machen, ne? Das muss auch 0. Das kommt von der anderen Einstellung her, dass er im Prinzip verbannt war. Aktiviert. Entfernung, Abladen aktiviert. Und hier machen wir auch 0. Beziehungsweise Strich. Gut. Jetzt soll es auch funktionieren, ne? Gut, das läuft erstmal fleißig. Dann können wir den roten zurückfahren. Ja, aber ein Stroh weiß ich noch nicht genau.
Weiß nicht, ob wir brauchen können. Unser Lager ist voll, Mischfutter ist voll. Denke, wir brauchen auch nichts, ne? Und nächstes Jahr wiederum haben wir auch nichts, ne? Schwierig zu entscheiden. Und Stroh kostet ja auch nicht alle Welt, ne? Er muss gepflügt werden. Man sollte nicht mal einsteigen, ne? So, dann muss man ganz kurz vorne absenken. Dann die Räder raus, die man vorher machen soll. Und dann machen wir ausklappen. Ausklappen war schon mit der Räder. Dann hängen wir ihn ab und dann geht's. Hängen wir an wieder, ne? Hier ist Zitteraal, hier ist Strom. Und Boxspringen wird angesagt. So, wollte ich jetzt machen? Zurück. Erstmal zuklappen. Das ist der andere. Vorne. Der muss ja nicht offen sein, ne? So. Also, ich wollte im Grunde die Mods alle oder allgemein Fahrzeuge alle verkaufen. Die Hallen und so nicht, das wäre Quatsch. Und dann nachher später alles dann wieder ja, neu kaufen, beziehungsweise nur die Fahrzeuge, die wir jetzt brauchen, als Mod aufnehmen. Ich glaube, der Fan hat auch keine Schwierigkeiten gemacht hier, aber ich weiß ja nicht, wo die ganzen Ladehockler herkommen, ne? Also diese ganzen Blackouts kann man nicht sagen, aber ich halt immer die Schwierigkeiten gibt, ne? Also Richtung Logdatei. Deswegen muss ich da mal radikal vorgehen und wirklich vieles wegnehmen. Und Düngerfahrzeug fertig. Ups, den muss man ganz kurz aktiv reinspringen, weil der ist. Entlassen. Der andere wollte geflüchtet werden. Ja gut, dann machen wir fahren mit dem Hof. Hier stehen lassen ist ja auch Quatsch. Ja, aber mit BGA so wenig einbringen, nur 270. Mann, das ist schon gewaltig, ne? Gegenüber früher waren es ja mal 100 gewesen, ne? Das ist schon kräftige Differenz, ne? Aber hier muss man sehen, dass trotzdem das entsprechend da alles reingekippt wird, ne? Dass wir da bisschen Geld verdienen. Also das nächste Geld kommt ja erst im Frühjahr, ne? Und ich wollte ja nicht jetzt verkaufen. Das ist das Ganze ja, das ist verschenktes Geld, den man jetzt verkauft. So, ab zum BGH. Muss Mischfutter machen wir später. Denk mal, das brauchen wir noch nicht machen. Da waren 4.000 drinne. Oh, Gegenverkehr. Aber ohne Gegenverkehr. Gut, wenn wir nachgeschaut haben, dass so wie reif ist, ne? Sonst wäre die Nacht gekommen und wäre es wieder feucht geworden. So, ja, gibt ja nicht viel, aber da wird eigentlich ganz gut für gezahlt, ne? Können wir dann im Frühjahr schön verkaufen. Leer? Leer, dann können wir gleich den zweiten herbringen.
beziehungsweise hinstellen, weil er wird auch nicht voll sein. Das dauert ja eine Weile. Fördermann ist nicht das Schnellste, ne? Schon bin älter geworden. Mein Arbeitsaufwand ist ja enorm, ne? Für die Silage, also kommt nichts darüber im Nachhinein. Obwohl, naja, weiß das auch die Preise realistisch, ne? Kann natürlich auch sein, ne? Dass es so ist. Na jetzt spuckt das zweite schon, na, das passt. Das erste nämlich außerhalb der Reichweite. Das ist mir gut. Du musst den Motor starten. Das finde ich mir gut. Ich finde aber, du musst den Motor starten. Das ist geht auch weg, ne? Gute Erfindung. Aber hier geht er ganz gut weg. Also ich persönlich verstehe es nicht, warum es bei der einen Wand perfekt ist. Also es klappt eigentlich. Und auf der anderen Wand. Gut, da geht auch Ast durch. Normalerweise ist das auch eher Unsinn, ne? Und hier ist das, kann man da sehen, immer was zu sehen, das was drin ist, ne? Gut, ist auch nicht anders, ne? Das Problem ist größer als man denkt. Okay, kommt mal zurück zum anderen LKW. Nehmen wir einen Sprint ein, ne? Wir fliegen, wir fliegen. Ja, wir fliegen. Ah, ne, komm. Und so, ihr Boden ist ja fast voll. Fast. Zeit haben wir noch. Timer läuft auch. Kann man nicht vergessen. Dritte Folge heute. Super. Ich habe heute ein bisschen früher angefangen. Also normalerweise anfangen, aber immer eine Kaffeezeit näher, ne? 15:20 Uhr, da wird der höchste Eisenbahn. Also wir zumindest ein Cappuccino machen. Hier so ein Pulver hier, ne? Also keine Maschine dafür. Das lohnt sich doch für eine Person gar nicht. Also die Reparaturkosten dafür, wenn immer die Geräte mal kaputt gehen, mir zu hoch und die gehen dann zu häufig kaputt. Laut Berichten, wie man so hört. Nö, nö, da haben wir das altmodische Pulver fertig und gut ist. Zur Not halt Kaffee mit viel Milch, geht auch. Nicht das gleiche, aber. Ja, dann könnten wir eigentlich. Aber die Aussage können wir auch noch entsprechend morgen machen, ne? Das muss ja nicht gleich passieren, also die. Sag schon. Der Raps, der kann auch morgen noch ausgesät werden. Obwohl, wir können ja mal sehen, hier gleich. Lochdüsen, ne? Können wir gleich starten. So, wie ist jetzt gleich voll. So. Kursgenerierung 48. Wieso noch nicht fertig? Vorgewende 2, dann weich 15 Meter, hier machen wir auf 14,5. Mal gucken, ob Raps auch eingestellt ist. Eigentlich ja, jetzt haben wir berechnen, wo wir Dings raus. Oh, ist fertig. Na hier, das macht dann ein bisschen schwierig die Sache. So, Raps haben drinne, Abfahrer einstellen.
entlassen. Das haut man nicht hin. Hier haut man nicht hin. Und zwar das Problem, was wir mit dem Drescher auch hatten. Der war mal verbrannt gewesen. Und jetzt ist er wieder auf verbrannt eingestellt. Zumindest in der Arbeits im Versatz. Das müssen wir jetzt auf zumindest einen Strich machen, wenn nicht an Nudeln, ja, so genau. Da ist kurz zurück. No. Und dann gleich eine zweite Bahn. nee, du bist weiter nicht. Ja, da macht er ganz gerne. Wenn du jetzt den ersten Weg nicht nimmst, dann nimmt er gerne die zweite Bahn. Ja, dann wollen wir noch fertig machen. Das ist mal so ein Thema, schnell mal außer fertig machen, ne? Oder Fahrzeug starten. So. Jetzt aber. Ja, warum nicht gleich so? Gut, jetzt haben wir zu Soja. Und dann können wir die Folge auch beenden, ne? So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Ja, wir machen gleich weiter mit Soja und Aussaat, Silage und so weiter und so fort. Ciao, ciao. Bis nachher. Tschüss.